Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es gibt tatsächlich auch Schweizer Firmen, die von der ganzen Corona-Krise profitieren. Und wir nehmen die Quartalsabschlüsse von Nestlé und Sika unter die Lupe. Das ist Akrevis Invest. Bei uns im Studio heute der Florian Keller. In dieser Woche haben die Investoren neben den steigenden Corona-Fallzahlen vor allem auf die Unternehmensergebnisse geschaut. Und da hat Nestlé, das grösste oder wertvollste Schweizer Unternehmen, die Zahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen? Die sind äußerst gut ausgefallen. Der Umsatz ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Und auch das organische Wachstum war mit plus 4,9% stark gewesen. Die Defensivqualität, Portfoliobereinigungen, steigende Dividenden würden unserer Meinung nach noch eine höhere Aktienbewertung für die Nestlé-Aktien rechtfertigen. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat ebenfalls Zahlen veröffentlicht. Sind die Datenwartungen auch erfüllt worden? Ja, da sind die Erwartungen beim Umsatz erfüllt worden, auf Stufe EBIT und Reingewinn sogar deutlich übertroffen. Zudem hat das Management trotz Corona ihre mittelfristigen Ziele bestätigt. Corona ist ein gutes Stichwort. Einer der Profiteuren ist die Lausanner-Firma Logitech, oder? Ja, das ist richtig. Logitech ist ein führender Hersteller von Computerzubehör. Vor allem Produktlinie Homeoffice, Videotelefonie war in den letzten Monaten sehr, sehr gefragt. Aber auch das Wachstum bei den Gaming-Zubehör war stark. Hat sich das Wachstum auch bei den Quartalszahlen gezeigt? Ja, sehr. Die Zahlen sind auf allen Ebenen ausgezeichnet. Der Umsatz ist gegenüber der Vorjahresperiode um 73% gewachsen. Und auch beim Bruttogewinn haben sie den können verdoppeln gegenüber dem Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr ist das Management sehr zuversichtlich und darum haben sie auch die Prognosen deutlich erhöht. Wir haben an dieser Stelle immer wieder mal über diesen Titel geredet. Gefällt Ihnen die Logitech-Aktien immer noch? Die Aktie ist in den letzten Tagen recht stark gestiegen. Die Bewertung des Titels ist aufgrund der viel höheren Gewinnschätzungen aber gesunken. Die Logitech ist äußerst innovativ. Sie profitieren stark vom Megatrend Digitalisierung. Der Titel bleibt bei uns im Musterportfolio. Herr Keller, besten Dank. Als nächstes schauen wir auf die Wetterprognose in unserer Region. Danke fürs Interesse. Guten Start ins Weekend. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.